Heute stelle ich mir die Frage, kann man Darts auch besiegen, wenn man ohne diese legendären Ritter kämpft? Dazu habe ich mir was ausgedacht, wenn wir jetzt hier das Deck erstellen und dreimal magieartige, dreimal das geheime Dorf der Hexer nehmen. Wir machen mal groß. Und es dann vor ihm spielen, bevor er sein Orichalkos spielen kann, ob wir dann eine Chance haben. Das werden wir gleich mal herausfinden, wenn ich soweit bin. Okay, ich bin gleich soweit, kleinen Moment. Naja, wie auch immer. Ja, wir haben zwar hier, wir machen mal das hier raus und das hier rein. Ich muss halt am Anfang das geheime Dorf der Hexer spielen, sonst funktioniert der ganze Trick nicht. Und wir werden dann wahrscheinlich, beziehungsweise ich werde dann wahrscheinlich ein paar Mal neu starten müssen, bis ich das erste Mal hier das geheime Dorf der Hexe auf der Hand habe. Wir machen das mal rein. Jetzt muss ich aber eine Karte rausnehmen, damit ich nur noch 40 mit 40 drin bleiben. Wir nehmen mal den Illusionisten hier raus. Dann speichern wir das ganze magisches Chaos. Okay, dann gehen wir mal da drauf. Duell. Singleplayer. Robots und duellieren uns gegen Meister Darts. Ich bin ready. Ich hoffe, ich habe jetzt das Deck genommen. Jetzt gerade nicht aufgepasst. Jetzt sind da mal Schere. Da haben wir es. Das Problem ist, er hat angefangen. Ha! Gut. Aber das ist jetzt auch gut. Nämlich, ja, diese Karte, ja, wobei, diese Karte ist ineffektiv gegen alle Hexer, außer, und dein Gegner kann keine Feldzauberkarten aktivieren. Ja, damit ist das schon mal erledigt. Ich hätte jetzt zuerst dran sein müssen, dann hätte ich das spielen können. Das machen wir gleich nochmal. Und zwar nehmen wir Stein. Nochmal. Schere. Alter, Stein. Jetzt. Ich fange an. Geheimes Dorf der Hexer wurde nicht gezogen. Also spielen wir nochmal. Ich brauche wirklich diese Combo gleich am Anfang, damit das funktionieren kann. Oh, die brauche ich jetzt nicht. Ja, jetzt. Nehmen wir mal Papier. Ich fange an. Ziehe, ziehe, ziehe. Ach, gibt's doch gar nicht, oder? Das wird so nicht funktionieren. Ich brauche unbedingt das geheime Dorf der Hexer und einen Hexer auf dem Feld, damit ich diesen Trick hier benutzen kann. Nehmen wir diesmal Schere. Jesus! Ich fange an. Ah, und ich hab's wieder nicht. Ich hab's wieder nicht. Mal sehen, wie oft ich das jetzt machen muss, bis das funktioniert. Bis genau das funktioniert, was ich haben möchte. Ah, jetzt fängt auch noch er an. Jetzt, ja, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's zweimal. Die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr gering, dass das so funktioniert, wie ich das gern hätte.
Das sind doch bestimmt Papier, oder? Alter. Jetzt aber, ich fange an. Gib mir das geheime Dorf der Hexer. Ja! Und den Stab des Magier. Perfekt. Genauso wie es sein muss. Aktivieren. Stab des Magier. Beschwören. So. Und zwar sein Effekt. Wenn diese Karte, ja, du kannst deine Hand eine Zauberfallenkarte von deiner Ecke hinzufügen, welche die Karte dunkler Magier in ihrem Text erwähnt. Während des Spiels gesagt, falls diese Zauber- oder Fallenkarte einen Zauberfalleneffekt aktiviert, solange sich diese Karte in einem Friedhof befindet, du kannst ein Monster von Typ Hexer als Tribut anbieten. Füge diese Karte deiner Hand hinzu. Ich werde das tun, auf jeden Fall. Dann benötige ich, wenn diese Karte aktiviert wird, sieh dir die obersten drei Karten deines Decks an. Und diese Effekte basierend auf der Anzahl dunkler Magier und oder dunkles Magier-Mädchen auf dem Spielfeld und in den Friedhöfen. Monster von Typ Hexer, die du derzeit kontrollierst, bleiben bis zum Ende dieses Spielzugs von Karteneffekten eines Gegners unberührt. 1000 Messer kennen wir ja. Wir nehmen mal das hier. Setzen. So, mal sehen, was er jetzt dagegen unternimmt. Wie ich es mir dachte, er kann nichts machen. Ich kette jetzt mal noch nichts an. Ich ziehe erstmal. Falls du offene dunkle Magier-Mädchen kontrollierst, beschwöre einen dunkler Magier. Okay, habe ich nicht. Den greife ich nicht an. Sonst kommt er ja wieder. Das ist das Problem in der ganzen Geschichte. Ja. Jetzt könnte ich angreifen und es wird ihn sogar Lebenspunkte abziehen. Das habe ich nicht bedacht. Palladium Orakel. Angriffsposition. Der hat ja schon mal gesessen. Ne, das ist zu wenig. Jetzt brauche ich sowas wie Verteidigung. Stopp. Oh, das ist ein Finsternismonster. Krank. Verliert nochmal 700, jetzt kommt er wieder. Ne, der kommt, doch, der kommt wieder. Mit 1400. Ja, ich würde sagen, ich habe das Geheimnis, wie man diesen Kampf gewinnt, gelüftet. Ohne die legendären. Jetzt hat er. Jetzt mal schauen. Wir zwingen ihn gleich zu einem Angriff. Tausendneunhundert, er ist. Oh, ich hätte.
Ich hätte den gleich angreifen können. Dann hätte ich gewonnen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt habe ich sowieso gewonnen. Ach ja. Tja, ohne dein Orichalkos geht wohl gar nichts, eh? Gewonnen, ich hab Darts besiegt, ohne die legendären Ritter. Alles dank dem geheimen Dorf der Hexer. Genauso wie es sein muss. Danke, dann kann ich das ja jetzt schließen. Ja, das war auf jeden Fall ein sehr interessantes Duell.